So, wir starten jetzt hier mit den Lead Groups. Ich zeige dir einfach mal, wie wir hier Opt-in-Formulare richtig einrichten. Hier, wenn ich da draufklicke, dann siehst du schon diese drei Beispiele, die ich schon angelegt hatte. Und wir werden hier jetzt ein weiteres Opt-in zusammen mal erstellen. Und danach gebe ich dir einfach noch ein paar Praxistipps, wie du hier so eine Eintragungsgruppe verwendest. Aber jetzt fangen wir hier erstmal an. Du siehst schon, die ich bereits erstellt habe, kann ich hier nicht mehr erstellen. Das heißt, wenn du ein weiteres Widget erstellen möchtest, dann musst du eine neue Eintragungsgruppe anlegen. Da sage ich dir, wie gesagt, am Ende von dem Video nochmal ein paar Tipps dazu, wann es sinnvoll ist und wann du neue Eintragungsgruppen brauchst. Das ist jetzt am Anfang etwas verwirrend, deswegen machen wir jetzt mal was Schönes und gucken uns hier mal die Layout-Vorlagen an. Das heißt, wir gehen jetzt mal, ich erstelle jetzt mal so ein Post-Footer, das heißt, das wird immer unter den Beiträgen angezeigt, so wie auf der Sandra Messer-Seite vorhin im ersten Video. Und wir sehen schon hier, die sind jetzt noch nicht, das ist jetzt noch nicht aktiviert, dieses Opt-in-Formular. Und das ist auch ein Fehler, den man oft macht, dass man jetzt hier sein Formular erstellt und dann geht man natürlich ins Frontend, will es angucken, sieht es nicht, weil man hier vergessen hat, das Ganze noch zu aktivieren. Das musst du also im letzten Schritt machen. Machen wir auch gleich zusammen, aber jetzt sagen wir erstmal hier Add New, dann sagen wir Create Form. Da geben wir jetzt einfach mal einen Namen für uns an. Ich sage jetzt hier einfach mal Freebie unter den Beiträgen, damit ich weiß, okay, das ist dieses Opt-in-Formular. Dann haben wir hier einen Trigger. Das heißt, wenn man da draufklickt, kann man das verändern. Und je nachdem, welches Opt-in-Formular du nimmst, hast du verschiedene Trigger, also Anzeigemöglichkeiten. Ich würde dir bei diesem empfehlen, es wirklich hier auf sofortige Anzeige zu lassen, sobald die Seite geladen ist. Das macht am meisten Sinn. Und dann gehen wir hier hinten jetzt auf diesen Stift. Es gibt hier noch verschiedene Symbole. Zum Beispiel kannst du das Ganze klonen, um es dann gegeneinander zu testen. Da mache ich nachher noch ein extra Video, wo es nur ums Split-Testen geht. Sowohl von den gleichen Formularen als auch verschiedene Formulare gegeneinander. Du kannst hier die Statistik zurücksetzen und du kannst das Ganze archivieren, wenn du es nicht mehr brauchst aktiv. Aber wir sagen jetzt erstmal Edit Design, ganz klar. So, und jetzt kommen wir hier in diesen Thrive Architect, also in diesen Bilder rein und können uns zuerst mal ein passendes Formular aus den Vorlagen auswählen. Und jedes einzelne Opt-in-Formular hat natürlich eigene Templates, also Vorlagen. Und wir haben hier relativ viele. Ich würde jetzt einfach mal, welches nehme ich denn dieses hier? Und sage hier Choose Template. So, und jetzt bin ich hier drin und jetzt ist es eigentlich auch relativ einfach. Du klickst einfach da rein und passt hier deine Ticks an. Also sagen wir mal, die 10 Superfood-Rezepte. So, auch hier, du kannst alles verändern. Du kannst erstmal hier oben, hast du die Standardformatierungsmöglichkeiten. Und hier kannst du dann wirklich zum Beispiel die Schriftgröße anpassen, einfach reingehen. Du kannst die Farben anpassen, wie du möchtest. Hier draufklicken, dir eine Farbe aussuchen, dann wird es dir gleich angezeigt. Da bist du also sehr flexibel. Und ja, sieht jetzt alles nicht so hübsch aus. Ja? Du kannst hier natürlich das Ganze auch eintippen. Und dann sagst du hier Apply und dann wird die Farbe übernommen. Du kannst hier ein Bild ganz einfach austauschen. Klickst du drauf, hier oben sagst du Change Image. Du kannst hier die Größe von dem Bild verändern, ja, wenn dir das zu groß ist. Also du bist hier wirklich, du kannst das verlinken, das Bild, kannst sagen in einem neuen Tab oder No Follow. Das ist relativ einfach. Genau, du kannst hier natürlich auch die Spalten bearbeiten, die Farben von den Spalten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich hier das Formular. Wenn du das bearbeiten möchtest, klickst du einmal drauf. Dann gibt es hier Connect Form to Service, das machen wir nachher in einem Extra-Video. Hier geht es jetzt gerade mal nur um die Gestaltung. Und wir sagen hier Edit Form Elements, das heißt einmal draufklicken. Und dann klicke ich in das jeweilige Feld, das ich bearbeiten möchte. Hier ist jetzt das E-Mail-Feld und dann siehst du schon, kommen hier die Einstellungen für dieses E-Mail-Feld. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel reinschreiben, deine E-Mail-Adresse. Und wenn ich hier reinklicke, übernimmt er das Ganze. Ich kann auch diesen Button hier natürlich anpassen. Dafür klicke ich einmal drauf und bin dann auch hier wieder drin. Hier schreibe ich den Text runter. Also da öffnet sich so ein Feld. Das ist jetzt ein bisschen jetzt eintragen, schreibe ich dann. Ist ein bisschen dunkel. Dann sage ich hier Update und er übernimmt das Ganze.
Und ich kann hier natürlich auch die Farben verändern. Dafür scrolle ich hier einfach ein bisschen runter und dann komme ich hier quasi in meine Farbschichten, also in meine Layers. So, da kann ich auch verschiedene Effekte übereinander fügen. Man kann da wirklich unglaublich viel machen. Ich klicke jetzt mal da drauf und sage, okay, ich möchte hier vielleicht blau. Wir sehen, hier ist ein Gradient drinnen. Ne? Das siehst du hier, das ist dieser lineare Gradient. Wenn ich sage, ich möchte das Ganze einfarbig, kann ich hier einfach den Schieberegler rüberziehen und das war's. So, und dann sage ich hier Apply und dann war es das Ganze. Jetzt sehe ich, hier ist noch zum Beispiel ein Hover-Effekt drauf. Wenn du den Hover-Effekt, also dass sich die Farbe ändert, wenn ich mit der Maus drüber gehe, das nennt man Hover-Effekt. Wenn du das ändern möchtest, dann gehst du hier oben auf Default, klickst da einmal drauf und dann kannst du zwischen dem normalen Modus und dem Hover-Modus wechseln. Da sage ich hier einmal, okay, ich gehe auf den Hover-Modus. Jetzt kommt hier schon mal eine Nachricht. Achtung, du bist jetzt im Hover-Modus. Da klicke ich auch wieder drauf und sage, okay, ich möchte jetzt als Hover irgendwie so ein hässliches Grün haben. Und ja, tue ich einfach hier einstellen und sage auch hier wieder Apply und kann dann hier das Ganze, ja, im Prinzip, wenn ich hier wieder rausgehe, Exit, bin ich hier wieder drinnen. Und hier sehe ich jetzt auch den Hover-Effekt. Also ich habe ihn jetzt nicht gleich im Hover-Modus gesehen, sondern wirklich erst, wenn ich hier rausgehe, dann sehe ich diesen Hover-Effekt. Ja. Ist jetzt hier natürlich nicht der schönste, ganz klar, aber es ist ja auch nur ein Beispiel. Und wenn du hier fertig bist in diesem Formular mit deinen Einstellungen, dann sagst du hier Save. Ja. Wichtig ist natürlich, dass du das Ganze noch verbindest. Das ist klar, das muss mit deinem E-Mail-Marketing-Anbieter verbunden werden. Anders geht es ja gar nicht, ja. Und ja, das war es im Prinzip zur Eintragung. Hier kann ich jetzt noch Save and Close machen, dann komme ich hier wieder ganz normal in diesen Bearbeitungsmodus. Und wenn du jetzt hier dein Formular verbinden würdest, klickst du hier auf Connect Form to Services. Und du siehst schon, du könntest jetzt hier einen einfachen HTML-Code oder wirklich eine API einfügen. Ich werde dir nachher in einem Video beides zeigen, wirklich, wie man beides verbindet, sodass du da auch keine offenen Fragen mehr hast. Ich würde sagen, für die Gestaltung lassen wir das Ganze. Ich klicke jetzt hier nochmal auf Save, dass es auch wirklich gespeichert ist. Und dann kann ich dieses Fenster eigentlich komplett schließen. So, ich bin ja hier dann automatisch wieder ja, in diesem Kontaktformular drin. Und jetzt gehen wir hier nochmal einen Schritt zurück, denn wir müssen das Ganze noch aktivieren, ansonsten wird es mir ja nicht angezeigt. Also hier, zack. Jetzt lässt er mich nicht. Was hat er jetzt? To change this, you need to create at least one of the own info. Ja, habe ich ja gemacht, hat es mir nicht übernommen. Müssen wir mal reingucken. Eigentlich schon. Wir gucken nochmal rein, was er da hat. Doch, da ist alles da. Also ich denke, das müsste eigentlich klappen. Also schauen wir nochmal rüber. Vielleicht hat er auch einfach nur hier einen Hänger gehabt. Das sehen wir. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel hier, dass wir sehen, okay, er hatte einen Hänger. Ja, jetzt kann ich das Ganze aktivieren. Ich hatte ja mein Formular schon erstellt. Also das kann immer mal vorkommen, gerade bei so umfangreichen Plugins. Das ist jetzt auch nicht nur so ein Thrive Leads Problem. Es kommt auch wirklich selten vor, aber wenn hier mal was hängt, dann immer der Tipp: aktualisier mal die Seite oder mach so wie ich, geh einfach nochmal rein, ruf das Ganze nochmal auf und kontrollierst und dann gehst du wieder auf die Dashboard-Seite oder du kannst auch einfach hier mal aufs Dashboard rüber wechseln und dann wieder Thrive Leads aufmachen. Also ganz gut, dass man das jetzt hier auch im Beispiel mal gesehen hat, dass einfach sowas mal hängen kann. Und dann ist das natürlich, gerade wenn man neu mit sowas arbeitet, sehr verwirrend und man denkt, oh je, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Nein, die Software macht auch manchmal Fehler. Ja, es sind also nicht immer wir, die was falsch machen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze noch an. Ich habe es also aktiviert. So, das ist ja jetzt unter den Beiträgen. Das heißt, ich muss hier mal auf einem Beitrag drauf. Ich habe hier diesen Testbeitrag. Dieses Widget war ein Shortcode. Und das hier ist also das, was wirklich jetzt unter jedem Beitrag angezeigt wird. Das heißt, wenn ich jetzt mal noch ein paar mehr Beiträge hätte, würden wir das wirklich unter jedem Beitrag sehen. Und wir sehen auch, das Ganze ist responsiv. Ich habe hier also meine breite Seitenleiste drin. Er passt das Ganze dann einfach etwas schmäler an. Und du hast es auch in den Einstellungen gesehen. Ich ging gerade noch mal drauf ins Dashboard. Ich kann auch hier bei den Display-Settings sagen, wenn es zum Beispiel nur auf dem Desktop richtig angezeigt werden soll, aber zum Beispiel eben nicht auf Mobile Phones, also auf Smartphones. Ja, wenn ich denke, das sieht nicht gut aus, weil es einfach zu sehr zusammengequetscht wird,
dann kannst du das hier einfach für die Smartphones auch einfach deaktivieren. So viel jetzt erstmal zur Gestaltung. Jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte noch ein paar Praxistipps geben zu diesen Eintragungsgruppen. Wann nehme ich die? Also der erste Tipp wäre, dass du für das gleiche Freebie die gleiche Eintragungsgruppe nimmst. Das heißt, du hast zum Beispiel ein Freebie, hier die 10 Superfood-Rezepte, dann erstell deine verschiedenen Opt-in-Formulare wirklich zu diesem Freebie und du kannst diese gegeneinander split-testen. Das ist sehr wichtig, um das Größte, um die meisten Eintragungen auf deiner Webseite zu generieren, musst du Split-Tests durchführen. Und das kannst du hier wirklich über diesen einen Button machen, zeige ich dir nachher in dem extra Split-Test-Video. Das heißt, hier kannst du deine verschiedenen Eintragungsformulare gegeneinander testen. Du könntest zum Beispiel ein Slide-In und ein Pop-Up erstellen und dann die gegeneinander testen. Und dann siehst du, wo kriegst du denn mehr Eintragungen. Es wird immer einen Gewinner geben. Es ist sehr, sehr selten, dass wir das ausgewogen haben. Wir haben meistens immer einen Gewinner. Und den kannst du dann einfach nach einer gewissen Laufzeit dann als Sieger hervorgehen lassen. Das ist wirklich schön gemacht. Das ist also der erste Praxistipp. Und natürlich brauchst du auch verschiedene Eintragungsgruppen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Widget also verschiedene Widgets anzeigen lassen möchtest. Wir haben jetzt hier ein Widget erstellt und wir haben hier die Display-Settings. Und wir sehen, dieses Widget wird auf der Homepage angezeigt. Jetzt kann es sein, du möchtest ein extra Widget nur für eine Unterseite erstellen. Sagen wir, du hast noch ein weiteres Freebie, zum Beispiel zum Thema rauchfrei. Du hast vielleicht eine tolle Seite, die auch stark besucht wird, also starken organischen Traffic von Google bekommt. Das nennen wir organischen Traffic, wenn man Besucher direkt von Google bekommt. Hier würde ich übrigens auch empfehlen, unbedingt mit Google Analytics zu arbeiten. Da siehst du nämlich nachher genau, welche Seiten, wie viele Besucher von Google bekommen. Und auf diese Seiten, auf deine Top-Seiten, wo du wirklich gute Google-Rankings hast, solltest du dich natürlich auch mit deinen Eintragungsformularen konzentrieren und dort die Eintragungsformulare platzieren und natürlich auch mit dem Freebie, was die Leute möchten. Also sagen wir haben diesen Rauchfrei-Artikel oder diese Rauchfrei-Seite, die eine ganz tolle Platzierung hat auf Google und da kommen einfach täglich viele Menschen drauf, sagen wir 100, 200, 300 Menschen kommen jeden Tag da nur von Google auf die Seite, dann ist es natürlich ein toller Ort, um dort ein Eintragungsformular zu platzieren. Dann sagen wir, du möchtest ein extra Widget, was nur auf dieser einen Seite ist, das kannst du hier festlegen. Dann würdest du jetzt, hier ist ja unser Superfood-Freebie drinnen, und jetzt möchtest du aber eben für diese eine Seite das extra Freebie erstellen, das extra Widget. Dann sagst du hier Add New und erstellst eine neue Eintragungsgruppe. Ich nenne die jetzt Eintragungsgruppe 2 und sage hier Add Lead Group. So, jetzt ist er ein bisschen hochgerutscht. Dann ist hier die zweite Gruppe. Wir werden hier darauf hingewiesen, dass wir noch kein Formular haben. Und dann würde ich jetzt hier sagen, okay, ich erstelle jetzt hier ein neues Widget. Zum Thema rauchfrei, jetzt muss ich hier natürlich noch ein neues Formular auswählen, aber jetzt gehe ich hier in die Display-Settings und könnte jetzt hier meine Seite auswählen. Wenn ich jetzt mehrere Seiten hätte, würden die mir hier alle angezeigt werden. Ich habe jetzt hier auf dieser Testinstallation eben nicht alle Seiten, das heißt, mir werden wirklich alle Seiten aufgelistet und ich kann direkt einen Haken machen bei der rauchfrei Seite und sagen, das Widget wird nur auf der rauchfrei Seite angezeigt, ja. Dann sage ich hier Save and Close, wenn ich die Einstellung gemacht habe. Und dann ist auch hier dieses Ausrufezeichen weg, weil das ist natürlich ganz wichtig, dass du als allererstes mal sagst, wo sollen denn diese Opt-in-Formulare dieser Eintragungsgruppe angezeigt werden. Und jetzt können wir wieder weitermachen, so wie hier oben, und sagen, okay, jetzt tun wir erstmal ein Widget hinzufügen, gestalten das, ja, also ich nenne das jetzt hier eben rauchfrei Freebie, sage hier Create Form. Lass das hier auch, dass es immer sofort angezeigt wird auf der Seite und gehe dann hier auf Edit, komm wieder in diesen Thrive Architect und kann mir jetzt als erstes mal eine Widget-Vorlage auswählen. So, du siehst, da braucht auch hier mal ein bisschen, weil es natürlich wirklich ein umfangreiches Instrument ist, dieser Thrive Architect. Ja, und jetzt würde es wieder so losgehen, nämlich, dass ich mir jetzt hier eine Template-Vorlage auswähle und diese wieder eben nach meinen Wünschen bearbeite und dieses Widget wird dann eben nur in der Sidebar von dieser Seite oder
diesen Beitrag angezeigt. Also ich denke, das ist klar. Und du weißt jetzt vielleicht Tipps, auch wirklich, wie das Ganze mit den Eintragungsgruppen zu verstehen ist. So, das war's jetzt hier. Du, wenn du das hier gespeichert hast, ich glaube, die Gestaltung muss ich dir nicht nochmal zeigen. Mir war eben wichtig, dass du hier verstehst, wann du mit verschiedenen Eintragungsgruppen arbeitest. In den nächsten Videos werde ich dir jetzt hier noch die Lead-Shortcodes, die Thrive-Boxes und die Sign-Up-Segways vorstellen und natürlich, wie versprochen, noch ein ausführliches Split-Test-Video, sowohl Split-Test hier zwischen den verschiedenen Formulartypen, Moment, muss ich hier diese aufmachen, also wie du hier Split-Testest, als auch wirklich, wie du einzelne Opt-in-Formulare, das habe ich dir auch gezeigt, hier gegeneinander splittestest. Also zum Beispiel das gleiche Widget, vielleicht einmal mit einem roten Button und einmal mit einem grünen Button oder mit verschiedenen Bildern. Auch das werde ich dir in den nächsten Videos zeigen.